Ja, lang ist es her, dass ich ein Video gemacht habe, um genau zu sein. Ich glaube, vor 2 Monaten habe ich das letzte Video gemacht. Und ich war neulich auf der Suche nach einer neuen Bibel und habe so ein bisschen im Internet recherchiert, ob ich vielleicht ein Video dazu finde, um einen Blick ins Buch zu werfen. Aber habe ich leider nirgendwo gefunden. Und jetzt habe ich auf gut Glück bestellt und gehofft, dass es gut ist. Und ja, schönes Teil. Ich dachte, ich mache mal selber ein Review dazu. Falls jemand mal in Zukunft das gleiche Modell sucht und ja, einen Blick ins Buch werfen will. Und zwar haben wir hier die Bibel in der Schlachter-Version 2000, also von Franz Eugen Schlachter, übersetzt. Und im Jahr, ich glaube 2000, müsste es revidiert worden sein. Die Bibeln, die erfahren ja regelmäßig eine Revision. Und die Schlachter ist mittlerweile meine Lieblingsübersetzung geworden. Und ein bisschen was zu den Daten. Das hier ist Leder. Also echt Leder. Kein PU, Two-Tone oder sonst irgendein Lederimitat. Sondern echtes Leder. Mit einem Griffregister, um die einzelnen Bücher schneller zu finden. Dann hat es noch zwei Lesezeichen. Ein gelbes, ein rotes. Ein Goldschnitt, wer Wert drauf legt, dass die Seiten Goldschnitt haben. Hat es. Und Fadenheftung. Sieht man vielleicht hier oben. Ist also eine sehr hochwertige Bibel. In der Taschenbuchausgabe. Dummerweise gibt es sie leider nicht in der Standardausgabe. Die Bibel in der Standardausgabe wäre perfekt. Ich habe leider nur diese hier gefunden. Und ich habe tatsächlich echt lange gesucht. Und die ist ein bisschen teurer als die normalen Taschenbuchausgaben von Schlachter. Die kosten ungefähr 20 Euro. Und die hier liegt bei 50, 54. Ist aber wirklich gut verarbeitet. Super verklebt. Also, da hat jemand echt eine tolle Arbeit geleistet. Die Seiten sind, bis auf das Kartenmaterial, das ja immer ein bisschen dicker ist, haben wir vorne und hinten diverse Karten von Israel, von der Wanderung des Volkes nach der Befreiung aus Ägypten, von ja, verschiedene Karten und Einteilungen in Stammesgebiete und so weiter. Farblich unterteilt, damit man alles schneller findet. Und damit man auch weiß, wo man ungefähr ist. Vorne und hinten gibt es Kartenmaterial. Jerusalem zur Zeit Davids. Die Seiten sind relativ dick. Ist aber meistens so. Und die eigentlichen Seiten, das kann man auch gut sehen, sind dünner, um die Bibel nicht so dick zu halten. Ach ja, der Einband ist flexibel. Wollte ich noch sagen. Das ist kein starrer Einband. Mag ich persönlich am liebsten, wenn der Einband so ein bisschen mitgeht, ja.
Die Seiten sind ein bisschen dünner. Sieht man auch, dass die Seite dahinter, Verzeihung, die Seite dahinter ein bisschen durchscheint. Stört aber nicht wirklich später in der normalen Bibel. Ja. Ist jetzt nur hier so, weil die Schrift ziemlich groß ist und ja, ziemlich dick. Deshalb sieht man es hier sehr deutlich. Aber ansonsten die Seitenstärke ist immer die gleiche bei dieser Art von Bibel. Das ist die Bibel mit Parallelstellen und Studienhilfe. Das zeige ich gleich, was das bedeutet. Hier am Anfang kann man sich durchlesen, kommen immer kurze Erklärungen, einmal zu der Ausgabe selber vom Herausgeber. Dann zu der Bibelübersetzung. Auch sehr interessant, das mal durchzulesen. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr es noch nie gelesen habt, einmal einen Blick reinzuwerfen. Es sind sehr viele nützliche Infos drin. Auch die Grundsätze der Übersetzung. Welcher Text wurde benutzt? Grundtext der Schlachter. Masoretischer Text. Im Alten Testament und Neuen Testament. Also die haben hier einen guten Textsatz zusammengesetzt. Dann kommt noch ein Hinweis zur Benutzung der Schlachter, also die Textgestaltung, Einleitung und Abschnittsüberschrift, die Fußnoten und wie man die liest. Dann kommt wie in jeder Bibel, also Studien parallel und der Anhang. Dann wie in jeder Bibel das Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahl, wenn man nicht so gut ist im Stellenfinden, aber da ist ja das Griffregister dafür da. Aber das ist auch hilfreich, wenn man mal kein Griffregister hat. Sich dann Lesezeichen reinsetzen und findet man die Stellen schneller, wenn man in der Gemeinde ist. Plus die Abkürzungen in den Fußnoten und im Anhang und was die bedeuten. AT und NT ist, glaube ich, das leichteste. Und dann aber die ganzen Abkürzungen, die nicht so geläufig sind, werden hier nochmal erklärt. Und dann steigen wir auch schon in die Bibel selbst ein. Und die Seiten sind in, sieht so aus. Die Seiten sind in drei bzw. vier Abschnitte unterteilt. Vier Abschnitte, wenn es die erste Seite des Buches ist, weil dann kommt nämlich dieser kleine Teil hier hinzu. Da wird erklärt, welches Buch das ist, wann es entstanden ist, wer es geschrieben hat, ein kurzer Hintergrund, der das Buch selbst beleuchtet, das man gerade liest, und ein paar Erklärungen dazu. Dann kommt der eigentliche Text, die Schrift ist ziemlich gut, aber
ich halte mal meinen Finger daneben, ein wenig klein, ja, ist der Taschenbuchausgabe geschuldet. Also ein bisschen klein, aber wer keine Probleme damit hat, der wird an dieser Ausgabe seine Freude haben. Die Schrift ist klar lesbar. Zweiter Abschnitt ist der Text selber. Zweispaltig, Verszahlen immer fett, Kapitelzahlen und Verszahlen immer am Anfang, dass man die Verse sehr schnell findet, was ich super finde. Dritter Teil ist die Fußnote, in der einzelne Wörter, das ist der Studienteil sozusagen, einzelne Wörter näher erklärt werden, was sie bedeuten. Zum Beispiel hier Elohim. Der häufigste alttestamentliche Name, der mit Gott übersetzt wird. Immer als kleine Erklärung bei Wörtern, wo die Verfasser dachten, das muss noch näher erklärt werden, aber das ist gut zu wissen. Und dann am Rand, das ist der vierte Teil, werden einzelne Querverweise gegeben zu hilfreichen oder weiterführenden oder verwandten Bibelstellen. Also, das ist die vierteilige Aufgliederung. Ich hoffe, das kann man sehen, die Sonne kommt gerade richtig raus. Und auf normalen Seiten, die nicht die erste Seite des Buches sind, es ist eben dreiteilig, da haben wir den Text selber und den Studienteil, der manchmal dicker und manchmal dünner ist. Und an der Seite die Querverweise. Und das haben wir über die ganze Bibel. Ich habe so eine ähnliche Bibel nochmal, allerdings ohne Ledereinband, hat sich meine Frau genommen. Ich hatte das mal bestellt und ihr hat es gefallen. In Grau mit einem blauen Kreuz, kann ich auch mal vorstellen, wenn gewünscht. Und ohne Griffregister, und sie hat sich ein eigenes Griffregister hingemacht. Und vom Inhalt her ist es das gleiche wie diese Bibel hier, also die Schlachter Taschenbuchausgabe mit Parallelstellen und Studienhilfen. Die sehen alle so aus, ja, also die haben alle Text plus Erklärungen plus Verweise plus am Anfang des Buches immer Abfassungszeit und Verfasser und so weiter. Und das ist eine echt gute Sache. Also ich bin tatsächlich sehr begeistert von diesem, von der Aufmachung, von der Lesbarkeit. Ich persönlich habe keine Probleme mit der Schrift. Ich hätte es mir gewünscht, dass sie größer ist, aber wer so eine kleine Reisebibel sucht, die passt selbst in meine Hosentasche. Ich habe so Baggy-Hosen. Da passt es seitlich gut rein. Ja, dem sei es die Ausgabe wärmstens ans Herz gelegt. Wir haben hinten nochmal wo fängst du an? Offenbarung. Wir haben hinten nochmal zusätzliche hilfreiche Erklärungen im Anhang. Die das Studium so ein bisschen vertiefen. Einmal Maße, Gewichte und Zeitrechnungen in der Bibel. Das sind
Maße, Gewichte und Zeitrechnungen, die einfach nicht mehr geläufig sind. Längenmaße hier zum Beispiel, Finger, Handbreit, Spanne, kleine, große Elle, Rute, sagt dem modernen Menschen von heute so viel wie nichts. Und Wegmaße, Stadie, Meile und Sabbatweg und so weiter. Das sind alles ja, Begriffe, die wir heutzutage nicht mehr benutzen, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Geldeinheiten. Wenn man von Schekel, Mine und Talent, und Talente werden ja öfter mal erwähnt in der Bibel, dann kann man hier nachlesen, wie viel das ist. Und natürlich die Zeitmaße. Dann werden hier nochmal die Feste im israelischen Jahr. Also hier sind quasi die Monatsnamen. Vergleichbar mit unseren Jahreszeiten. Dann die Feste. Und welche Jahreszeit das ungefähr war. Dass man zum Beispiel Nissan hat man öfter mal gehört, weiß, Nissan ist März, April. Da ist das Passah. Dann gibt es hier nochmal Zeitangaben mit den Königen, ihrer Regentschaft, wann wir also ungefähr wo sind in der Bibel, babylonische Gefangenschaft. Ist also ziemlich detailliert festgehalten. Dann die Zeitangaben für das Neue Testament, wann Herodes geherrscht hat, wann Kaiser Augustus in Rom war. Wann der Tempel erbaut wurde. Ist alles gut zu wissen. Dann die wichtigsten Weissagungen über Christus, den Messias und ihre Erfüllung, was für die Apologeten sicherlich sehr interessant ist unter uns und was auch so gut zu wissen ist. Also, wann kam die Weissagung über unseren Herrn Jesus? Dann der Bezug und dann, wann wurde es erfüllt? Also sehr, sehr hilfreich. Von den Weissagungen gibt es wirklich einige. Ich überspringe jetzt ein paar Seiten. Also da ist alles dabei von seiner Geburt, die vorausgesagt wurde, von seinem Leiden, das vorausgesagt wurde, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Wurde alles hunderte von Jahren früher aufgeschrieben und hat sich in Jesus auch so erfüllt. Und hier sind die Bezugsangaben. Ist sicherlich mal eine Diskussion wert, wenn man mal mit jemandem redet, der nicht gläubig ist. Dann hier nochmal die wichtigsten Reden und Taten Jesus, falls man mal eine bestimmte
Rede oder ein bestimmtes Gleichnis sucht, das er mal gesagt hat, und das findet man nicht. Man findet es nicht. Kann man hier nachschlagen. Oder falls man mal etwas sucht in allen drei Evangelien, werden die alle aufgelistet. Matthäus, Markus, Lukas. Und wo Jesus zum Beispiel das Zeugnis Gottes bei der Taufe zum Beispiel und wo man das finden kann. Ja. Ist also auch relativ hilfreich. Dann die Gleichnisse. Das Gespräch mit dem Jüngling von Ehescheidung. Und so weiter findet man hier alles. Hier sind die Gleichnisse, Entschuldigung. Die kann man auch hier von der kostbaren Perle, Schatz im Acker, vom Sauerteig und dann die Stelle, die man sucht. Die Wunder, die unser Herr Jesus gemacht hat. Der Fischzug. Stellung des Sturms, Jesus geht auf den See und dann wieder die Stellenangaben dazu. Dann noch ein paar Hintergrundinformationen zur Stiftshütte mit Bild, wie das ausgesehen hat. Und wie das von innen und außen aussieht, das ist alles in schwarz-weiß gehalten. Ist jetzt nicht farbig. Es gibt ja Bibeln, die farbig sind. Ich glaube, die Elberfelder Studienbibel, die hat einen farbigen Anteil. Der erste Tempel, Salomos Tempel, wie der ausgesehen hat. Der zweite Tempel, den Herodes erbauen ließ und wie der ausgesehen hat. Und dann die Erklärungen dazu. Also man kann sich hier wirklich lange damit beschäftigen. Und dann kommen die ganzen Sach- und Worterklärungen. Was bedeutet. Ist jetzt nicht sehr umfangreich. Es gibt zu Bibel auch gute Lexika und Konkordanzen und so weiter. Aber falls man mal irgendwas Spezielles nachschlagen will und man Glück hat, findet man es hier. Ansonsten muss man eine umfangreichere Konkordanz suchen. Hier nochmal unterschiedliche Textformen, wo der Mehrheitstext vom Textus Receptus abweicht. Und hier werden sie aufgelistet. Hier zum Beispiel der Text, der ziemlich bekannt ist und öfter mal als Beispiel angeführt wird, wo Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, fehlt im masoretischen Text zum Beispiel komplett, im Textus Receptus gibt es ihn. Also, ja, hier wird alles aufgelistet, die ganzen Streitfragen der Theologen. Dann nochmal eine Anregung zum Bibelstudium mit Bibelleseplan, was man morgens lesen soll, was man abends lesen soll und wenn man sich dran hält.
Da kann man sich eine extra Seite auf Excel anlegen oder das Ding hier abfotografieren oder abkopieren, vergrößern und dann immer die einzelnen Stellen streichen, damit man weiß, wo man ungefähr ist. Und wenn man sich dran hält, kann man die Bibel tatsächlich in einem Jahr durchlesen, wenn man das so machen will und man eine Hilfe braucht, also einen Bibelleseplan. Ich persönlich, ich lese die Bücher immer am Stück, aber naja, kann man machen, ja. Und wenn man sich dran hält, ist man in einem Jahr durch die komplette Bibel durch. Ja, der Bibelleseplan war das letzte. Und dann kommen die Karten, die ich am Anfang schon gezeigt habe. Und das war's dann auch. Das ist eine absolut geniale kleine Bibel. Ist teurer als die normale Ausgabe, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Ich finde, das ist nicht zu viel und ich finde auch, das ist das Geld wert. Ja, ich nehme gerade auf einem Smartphone auf und das hat das Zehnfache gekostet. Und nach 3-4 Jahren sind die Smartphones bei mir leider auch schon durch und ich muss sie wegtun, wegschmeißen und mir ein neues kaufen. Und so eine Bibel, meine älteste, die ist, glaube ich, 25 Jahre alt. Meine allererste. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, das Geld zu investieren. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht zu viel. Das ist eine, wenn man es in der Hand hält, absolut qualitativ hochwertige Arbeit. Fühlt sich wirklich toll an, das Leder. Ich liebe das Griffregister. Und möchte es nicht mehr missen. Ich meine, ich brauche es nicht unbedingt. Ich weiß, wo die einzelnen Bücher ungefähr sind. Aber ja, wenn man mal in Galater schnell was lesen will, zack. Eine Seite weiter. Da ist man im Galater. Und wenn man in der Apostelgeschichte schnell was lesen will, zack. Und Apostelgeschichte. Also sehr hilfreich. Wenn man es nicht hat, vermisst man es nicht. Aber wenn man es mal hatte, will man es nicht mehr missen. Vor allem in der Gemeinde, wenn man da die Bibel mit dabei hat und es schneller geht, braucht man nicht ewig, um die Stelle zu finden und mitzulesen. Und vielleicht noch ein kurzer Appell. Ganz zum Schluss, bevor ich Schluss mache. Und ich hoffe, jemand hat bis jetzt durchgehalten. Nehmt die Bibel am Sonntag mit. Lasst sie nicht daheim. Ich sehe das oft, dass die Leute in den Gottesdienst gehen und keine Bibel dabei haben. Und ich denke mir immer, das ist das Werkzeug, mit dem man Gott näher kennenlernen kann. Nehmt es mit. Lest darin. Das ist immer die beste Bibel, die gelesen wird. Und lasst sie nicht daheim. Dann bedanke ich mich. Falls ich was vergessen habe, ich schreibe es in die Kommentare oder in den Infotext. Und ja, schönen Tag euch. Macht's gut.